So sehe ich das zumindest. Es ist halt Geschmackssache bei jedem Einzelnen. Aber wie gesagt, ich finde das mit dem Dolch irgendwie leichter. So, jetzt können wir es uns raussuchen. Entweder nach Akron oder nach Jerusalem war das. Also ich glaube, ich bin eher für Jerusalem. Ja, schauen wir mal. Was näher dran liegt. Weil wir müssen ja wieder mit dem Pferd reiten. Was er wohl vorhat? Ja, wir wollen mit dem Pferd reiten. Das haben wir vor. So. Ist er auf der Flucht? Nein, eigentlich nicht. Aber welches Pferd hätte man gern? Schwarz, weiß? Oder braun? Wir nehmen jetzt mal das Weiße. So. Ich finde es cool irgendwie zu reiten. Oder können wir es uns gar nicht aussuchen? Ich weiß gar nicht. Aber er hat ja gesagt, dass wir uns aussuchen können. Also denke ich mal, dass wir uns das aussuchen können. Ich wäre wahrscheinlich für Jerusalem. So, lala. Aber wir müssen jedes Mal hinreiten. Jo. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Ah, Sister, wir können es uns doch aussuchen. Also nach Damaskus, nach... nach Masyaf? Nee. Ah, so weit können wir gar nicht rausgehen. Dann schauen wir mal. So, dann mal los. Ich glaube, das können wir erst, wenn wir ein bisschen draußen sind. Nee, genau. Also nach Akron oder nach Jerusalem. Also ich würde sagen Jerusalem. Dahin. Das sind 1000... Ja, sagen wir mal 1500 Meter gleich. Oder Kilometer, keine Ahnung, wie man das nennt. Hier. Tötet ihn! Haltet ihn! Ach, verdammt. Ja, egal, wir reiten einfach mal drauf los. Egal. Lasst ihn nicht entkommen! Wenn ich jedes Mal mich um die kümmere, dann dauert das ja noch länger. Da müssen wir nicht unbedingt durch. Ich glaube, wir müssen da hoch rein. So. Weiter geht's. Sweep. Mist, wir sind hier gar nicht richtig. Verdammt. Boah, Entschuldigung.
Ja. So, lala, dann reiten wir eine Runde, dann reiten wir eine Runde. Ich weiß aber nicht jetzt genau, wo wir entlang müssen. Aber wir sind schon irgendwie auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ja! Ich glaube, wir müssen da auf. Aber kann das sein? Ja. Ja, komm mal wieder woanders hin, oder? Ja! Ja, da ist ein Wegweiser. Nach Jerusalem, da lang. Ach, verdammt. Geht mir nicht auf die Nerven. Muss man da natürlich durch. Oh, Mann. Ah, ich glaube da entlang. Ja, das Reiten ist ein bisschen nervig, ich geb's zu. Da mal ein Turm. Nehmen wir den Turm doch gleich mal mit. Können wir die Aussicht hier genießen. Und wieder einen Todessprung machen. So. Der nächste Aussichtsturm, was wir gefunden haben. Ah, die Gegend sieht schon geil aus irgendwie. Jetzt kommt das Schöne dran. Wir sind wieder anonym. Haltet ihn! Haltet ihn! Ach komm! So, weil ich mein Pferd jetzt geholt habe, oder was? Oh. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich hab doch eigentlich gerade nichts Böses gemacht, ich hab eigentlich nur mein Pferd geholt. Ja, leckt mich am Arsch. Ich kann euch zwar jetzt alle umbringen, aber ich habe keine Lust. Dauert mir viel zu lange. So. Habt ihr nochmal Glück? Ist das auch ein Problem? Ne, sieht nicht so aus. Doch, ist ein Top. Okay, dann nehmen wir den auch gleich mit. Bleibst du mal kurz da? Was sagt, dass ich fortlaufen will? Ach, verdammt. Lass mich doch in Ruhe. Leute, ich will euch doch nichts Böses. Ja, ihr mich auch. Ich bin. Könnt mich mal, ey. Ja, komm dann hoch, komm dann hoch. Geh mir nicht auf die Eier. Na, so weit hoch kommt er nicht, hä? Tja, meine Freunde. Ah, verdammt! Nein! Ich bin dadurch gestorben! Ah! Verdammt! Aber ich glaube, den Turm haben wir trotzdem. Jetzt haben wir nur leider kein Pferd da. Verdammt. Eine schwere Geburt ist das. Eine schwere Geburt.
Ja, okay, so kommen wir halt vorbei, ohne dass wir entdeckt werden, aber... Es dauert halt ewig, gell? Verdammt, wir haben kein Pferd hier. Ach, Mann, ey. Das muss ich mir echt mal merken hier. Sobald ich renne... Oh, da hinten ist ein Pferd. Kommst du zu mir? Nein. Patzi Mausi. Oh, wie süß. Wenn wir langsam reiten, passiert gar nichts, aber wir kommen da nicht ans Ziel. Wir brauchen da ewig lang, ey. Ah. Lass ihn nicht entkommen! Ach komm, ich hab doch... Egal. Auf geht's. Ja, ihr mich auch, ey. Leck mich am Arsch. Kein Samt drin hier oder so. Checkpoint erreicht, okay. Da ist eine ganze Gruppe. Da kommst du hin. In die Richtung. In die Richtung müssen wir. Ja, die greifen mich jetzt alle an, aber das ist scheißegal. Komm. Lauf, 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 lauf. Wir sind gleich am Ziel, das passt schon. So, ich würde sagen, wir sind am Ziel. Wir sind in Jerusalem. Jawohl. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen. Sieht geil aus, oder? Ich bin nicht verletzt. Aber ich hatte Glück, junger Mann. Ach, wirklich? Ach, Entschuldigung. Das war natürlich keine Absicht. Ich wollte nochmal Headset ausmachen, aber... Hat irgendwie gerade nicht geklappt. So, wir sind in Jerusalem bald. Ich bin nur ein schlechter Mann. Seid bitte vorsichtig. Ja, ich hab euch doch gar nicht vor zu erwischen. Hier haben wir Jerusalem. Sieht das nicht geil aus? Wir erinnern uns am Anfang des Spiels waren wir schon mal in Jerusalem in dem Tempel. Da waren wir nicht gerade sehr beliebt. So. So, Pferdchen, du hast mir gute Dienste erwiesen. Kannst hier mit dem dich unterhalten. Kannst auch was fressen. Nee, er folgt mir. Och, wie süß. Treuer Kollege. So. Hier kommt man nicht durch, oder? Auch so nicht? Schauen wir mal. Habt ihr etwas zu sagen? Was wollt ihr? Okay, so komme ich nicht durch.
Dann müssen wir uns hier mal umgucken. Ah, da hinten ist was. Ein Friedhof. Du bist ein Leck. Dein Gott hat dich verlassen. Bitte tut mir nicht. Glaubst du, es kümmert deinen ich Gott, was mit dir geschieht? Falsches getan. Warum tut ihr das? Angeber. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Ach, wirklich? Ihr habt's hier mit dem Assassinen zu tun, Jungs. Komm schon! Zack! Zack! Und komm her. Was ist los? Zack, mein Freund! Das war's. Lauter schöne Angeber. 1, 2, 3, 4, 5 gegen 1. Wie unfair. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Das glaube ich dir. Dankeschön. Bitteschön. Und jetzt kommen wir auch in die nach Jerusalem rein. Entschuldigung, mein Pferdchen. Geh was essen. So schnell komme ich nicht mehr. Untertauchen. Ciao, mein Pferdchen. Und willkommen in Jerusalem, meine lieben Freunde. Wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis wir bei den Wachen vorbei sind, dann kommen wir hier wieder raus. Aber wir können uns ja schon ein bisschen umgucken hier. Ihr müsst nicht länger darben. Jedermann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Okay, da oben ist ein Aussichtspunkt. Ich würde sagen, wir versuchen mal dahin zu kommen. Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin? Jemand soll ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Halal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Ja, ja. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Das hört sich an wie eine Sekte oder so. Ja. Ihr müsst nicht länger darben. Jedermann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein so, dann tun wir mal einen Überblick von Jerusalem uns holen. Ich finde es immer wieder geil. Und abwärts. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Nein, geht nicht. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar. Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Aber so muss es nicht sein. Bitte, Herr. Nein, geht nicht. Du ein paar Minuten. Ja, die Zeiten waren damals richtig hart. Das wird euch teuer zu stehen. Zeiten waren früher halt hart, das ist halt mal so. Aber wir merken hier zum Beispiel, dass es ein bisschen anders ist, dass auf den Dächern nämlich auch noch Leute sind.
Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Ja, in der Zeit leben wir. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Okay, dann... Wir versuchen jetzt mal schnell da hochzukommen. Sieht er uns? Nein, das sieht uns nicht. Kommt nicht näher. Oh, nee. Jetzt hat er uns doch gesehen. Ah, der würde uns aber nichts tun. So, nächster Aussichtstorpunkt in Jerusalem. Die heilige Stadt. Haben wir wieder was rausgefunden? So. Aber jetzt müssen wir mal langsam Richtung... Shit! Oh, bin ich blöd. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über. Oh, bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm. Ja, ich wollte eigentlich das anders machen, aber irgendwie... Ja, hat es nicht so geklappt, wie ich das gerne hätte gewollt. Ich bin falsch abgesprungen. Naja. Egal, kann passieren. Das wollten wir eigentlich mal. Okay, dann gehen wir mal ins Büro. Ja, die Zeit war hart. Arm. Arme Leute gab's ohne Ende. Na, ja, fast wie heute. Heute ist sie auch nicht gerade besser. Aber das ist eine andere Geschichte. So, hier müssen wir hoch, glaube ich. Ja, damals Verbindungsbüro. So. Bye.